Kapitel 5. London. Ich tanzte gerade ein knappes Jahr, als ich meinen Tanztrainer fragte, wo ich im Urlaub noch mehr tanzen könnte. Er sagte mir, flieg nach London und geh zu Pineapple. Da kannst du jeden Tag tanzen. Die Idee war reizvoll, aber ich war noch nie alleine gereist. Er bot mir dann an, bei einem Freund von ihm in London zu wohnen. Aber bei jemandem wohnen, den ich vorher noch nie gesehen hatte? Wie auch immer, gesagt, getan. Ich buchte einen Flug nach London und checkte bei Morton ein. Kurz nach meiner Ankunft fuhr ich mit der Underground sofort nach Covent Garden. Ich hatte nur ein Ziel, das Pineapple Dance Studio. Es war so ein gutes Gefühl, allein in einer großen neuen Stadt. Ich fühlte mich irgendwie zu Hause und total frei. Herrlich. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr durch eine fremde Stadt lauft, aber es fühlt sich so gut und richtig an, als wärt ihr zu Hause? So war es für mich. Als ich bei Pineapple ankam, lief gerade ein Kurs. Keine Ahnung, warum ich nicht gleich meine Tanzklamotten mitgenommen hatte. Ich schaute die ganze Stunde fasziniert zu, nahm mir einen Kursplan mit und wanderte wieder nach draußen. Während ich dann durch die Straßen lief, ging ich die Choreo, die ich beobachtet hatte, immer wieder im Kopf durch und deutete ein paar Bewegungen an. Plötzlich lachte jemand hinter mir und ich wurde angesprochen von einem indonesischen Mädchen. Sie kam auch gerade aus dem Kurs und sagte, sie würde genau das Gleiche tun. So kamen wir ins Gespräch und gingen gemeinsam einen Kaffee trinken. Und schon hatte ich meine erste Freundschaft in London. Eine Freundschaft, die über viele Jahre dauerte. Bei vielen meiner zukünftigen Besuche lebte ich bei Nancy und sie kam mich in Deutschland besuchen. Uns verband sofort die Liebe zum Tanz. Als ich dann wieder an meiner Unterkunft angekommen war, erstellte ich mir meinen Tanzplan für die Woche. In den Pineapple Dance Studios gab es 14 Räume, in denen zeitgleich von morgens bis abends getanzt wurde. Ein Traum. Du findest dort alles. Jazz Dance, Modern Dance, Hip-Hop, Dancehall, Ballett. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich war begeistert. Ich erstellte mir einen Plan nach meinen Interessen und hatte dann 5 Tage lang Tanzprogramm. Ich war morgens früh da und abends völlig erschöpft zurück. Ich war das erste Mal in London und ich sah mir nichts an. Keine Sehenswürdigkeit. Nur die Pineapple Dance Studios. Die Underground und den Weg nach Hause kannte ich. Und es war perfekt.